Die Folgekonsultation. Wenn Sie auf Neue Konsultation bei einem bereits vorhandenen Fall klicken, bei dem schon ein Arzneimittel verschrieben wurde, wird VC Sie automatisch zur Seite der Folgekonsultation für diese Verschreibung führen. Hier werden alle vorangegangenen Symptome aus der vorigen Konsultation und Verschreibungen erscheinen. Der Nutzer wird gebeten, diese Symptome mit neuen Wertigkeiten zu bewerten, um mit der Analyse des Falles fortzufahren. Wie Sie sehen können, die Symptome mit den Graden aus der vorangegangenen Konsultation erscheinen in Rot. Bewerten Sie die Symptome Ihres Patienten erneut und geben Sie den neuen Grad ein, indem Sie die entsprechende Wertigkeit rechts von jedem Symptom anklicken. Für Symptome, die für Ihren Fall nicht mehr zutreffen, wählen Sie den Grad 0. Diese Symptome werden aus Ihrer nächsten Analyse gelöscht. Sie können neue Symptome hinzufügen, wir empfehlen Ihnen aber dies nach Beginn der nächsten Analyse zu tun. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit der Analyse Fortfahren. Das Verschreibungsfeedback öffnet dann auf Ihrem Bildschirm. Geben Sie die Gesamtwirkung des verschriebenen Arzneimittels ein, zusammen mit der Bewertung der anfänglichen Verschlechterung und klicken Sie dann auf Mit der Analyse Fortfahren. Die Neubewertung der Symptome in Ihrem Fall erscheint in Ihrer neuen Fallanalyse mit den angepassten Graden. Sie können jetzt neue Symptome hinzufügen, indem Sie auf Symptome hinzufügen klicken, wie in Ihrer ursprünglichen Analyse. Sobald Sie Ihre Folgekonsultation beendet und alle Symptome Ihres Patienten eingegeben haben, können Sie mit dem Lösen fortfahren. Auf der rechten Seite können Sie die Ergebnisseite der vorgeschlagenen Arzneimittel sehen. Bitte schauen Sie das Video an, das die Ergebnisseite im Detail erklärt.